Hallo miteinander. Ticket Corner hat mich in die Skiregion Adelboden-Lenk geschickt, dass ich eben mal schauen kann, was man denn hier im Winter so machen kann. Wer auf Adelboden kommt, geht Skifahren, der kann selber die Weltcup-Piste abfahren. Und das gehen wir jetzt gerade mal ausprobieren. Was bedeutet das Kunisbergli für dich? Ich wohne am Kunisbergli, bin hier aufgewachsen. Es ist ein bisschen mein Leben. Ich bin hier mein erstes Weltcup-Riesenslalom gefahren, mein erstes Weltcup-Punkt. Ich gehe hier trainieren im Sommer, Velo, wandern. Also, es ist schon ein bisschen mein Leben, das Kunisbergli. Hans, es hat so viele Hänge in Adelboden. Warum wird genau diese Piste als Weltcup-Piste benutzt? Das ist einer der schönsten Hänge. Es ist auch der einzige, der bis ins Dorf Achi geht. Das ist natürlich gut für Zuschauer, das Fernsehen herfahren kann. Das sind auch Auflagen von der FIS. Und glücklicherweise haben sie auch seinerzeit hier angefangen, weil es einfach ganz ein spezieller Hang ist. Mit dieser Charakteristik gibt es fast keinen zweiten. Meinst du, könntest mir mal zeigen, wie man so richtig den Hang abfährt? Ja, ich denke, das könnte ich dir schon zeigen. Ja. Also komm, gehen wir. Wir sind ein Familienskigebiet. Es hat für alle etwas hier. Es gibt kleine Wellen, grosse Wellen, es gibt kleine Sprünge, grosse Sprünge. Also wirklich ein vielseitiges Angebot. Und was ist besonders am Park hier? Besonders hier am Grand Master Park ist sicher unsere Bar, unser Herzstück. Es ist ein sehr spezieller Vibe, der hier herrscht. Es gibt sehr viele Leute, die einfach nur in die Bar kommen, einen Kaffee trinken oder halt ab und zu ein Bier, aber einfach die Atmosphäre genießen. Und das ist sicher das Spezielle hier. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der das erste Mal in den Park will? Schaut euch das Zeug an, geht es zuerst anschauen und macht euch nachher eure Entscheidungen am Niveau entsprechend. Aber anfangen würde ich sicher auf der rechten Seite, also im Beginnerpark, der sogenannten Blue Line, mit einem kleinen Kicker oder mit einem breiten Büchsel. Super, jetzt gehen wir den Park mal anschauen, den du da immer jeden Tag pflegst. Sehr gerne. Schauen wir, ob wir den auch noch über einen Kicker bringen. Ja! Die Pisten sind ja jeden Morgen frisch präpariert und dafür braucht es eben genau Leute wie Phil, die zu Abend arbeiten. Und ich darf jetzt mit ihm mit dem Pistenbulli mitfahren. Wir fahren nach Betriebsschluss an, wenn die Bahn zuhört, die Pistenkontrolle an ist. Und dann arbeiten wir, bis die Piste fertig ist. Und wann ist das? Das ist so, ja, schon unterschiedlich. Es ist je nach so Verhältnis wie heute. Wenn es recht viele Gäste hatte, sind wir ca. 2-3 am Morgen fertig. Und wenn es sehr gut läuft, sind wir vielleicht schon um 12 Uhr Nacht fertig. Hast du schon mal verfahren? Ja, ich habe mich auch schon verfahren. Aber ich habe schon Kreis gedreht. Weil wir einfach die Orientierung nicht mehr hatten, weil es Nebel ist und Schnitt morgen früh. Wenn es schon leicht hell wird, war es sehr schwierig, sich zu orientieren. Aber jetzt habe ich da neuesterdings das als GPS drauf, weil die Schneehöhe misst und so. Und dann kann man sich auch nach dem orientieren. Das zeigt auch, wo ich fahre. Du
Phil hat uns jetzt gezeigt, wie eben die Pisten präpariert werden. Und ich gehe jetzt die heute Morgen gerade mal testen. So, nach dem vielen Skifahren gehen wir jetzt mal schauen, was es zu Adelboden auf der Piste so zu essen gibt. Ich habe nämlich Hunger. Wir haben viel Weizen und Restaurants auf der Piste. Ist das ein Grund, warum die Leute gerne auf Adelboden kommen? Ja, wir haben auf der einen Seite wirklich die grösste Beizendichte, sagen wir. Das ist immer schnell gesagt, aber es ist bei uns sicher auch so. Es hat viele kleinere Betriebe, also einen Bauer, einen Stallbetrieb, eine Schneebar, wo man es gemütlich, ruhig haben kann. Der eine macht spezialisiert auf Ravioli, der andere mit Käse und Käsebrätel. Und das macht es, glaube ich, schon aus. Der Sellerbühl macht eigentlich Vielfältigkeit. Also bei uns kann einer sich schnell verpflegen, günstig. Oder er kann sich Zeit nehmen, kann ein bisschen gemütlich, gepflegten Service, kann Tisch reservieren. Hast du auch Hunger? Ja, also wenn ich so wählen könnte, es sieht alles mega gut aus, aber ich würde gerne so ein Schnitzel probieren. Also. Kannst du mir auch so eins machen? Ja, dann machen wir so eins. Oh, voilà! Sieht gut aus! Und was gibt es Schöneres, als nach einem Skitag so richtig zu entspannen? Ich genieße es jetzt richtig. Wir sind jetzt gerade ins Schlaf-Iglu reingekommen und Ruth gibt uns jetzt eine kleine Führung. Hoi Ruth. Hoi. Hoi. Zeigst du mir schnell? Ja klar, komm mit. So, das wäre unser Blumen-Iglu. Wow, mega, mega schön. Für ein Bärli. Wir können für alle auch einen Iglu zu viert machen. Bis vier Personen können schlafen. Okay, das heisst, das kannst du zusammenschieben? Genau. Und du hast selber getestet, oder? Ja. Wie ist das gewesen? Super. Super, eine kalte Nase? Nein, wirklich super. Kalte Nase. Kappe ist wichtig. Kappe ist wirklich wichtig, okay. Ja. Hätten die das auch da, wenn das da hätten wir so vergisst sicher nicht. Ist das wirklich bequem? Es ist wirklich bequem. Probier es aus. Darf ich? Drauf, sicher. Okay. Ah ja. Ah, das ist weich. Das ist wirklich weich. Ich bleibe gerade da. Ist gut. Das kannst du. Ruth, ihr habt doch noch ein anderes Iglu, gell? Ein grosses, ja. Dort gibt es Fondue. Gehen wir ein Fondue essen? Wir gehen ein Fondue essen. Also komm. Komm. Wie wird eigentlich so ein Iglu gebaut? Wir produzieren Kunstschnee, blasen so Ballons auf und die werden dann eingeschleudert. Einen Tag lang bleibt es und der Ballon kommt wieder raus. Das heisst, du gestaltest eigentlich das Iglu mit den Ballons? Genau, das kann alle Jahre eine andere Form annehmen, ganz komplex. Wer hat eigentlich die schönen Kunstwerke hier gemacht? Da haben wir eine lokale Künstlerin, Tina Allenbach, die das für uns machen kann. Und ich habe gesehen, in jedem Esssaal hat es ganz verschiedene. Genau, wir haben in jedem ein Thema, ein verschiedenes. Das geben wir ihr vor und sie kann sich dann ausleben. Ist das der Love Room? Das, genau, das ist die Romantik, ich glaube. Und wir essen heute im Sonnenblumen. Also komm, genau. Dann gehen wir. So, dann würden wir essen. Prost, merci.